Jetzt wird es in Kirchberg an der Raab ernst. Schon seit langem plant man die Belebung des Ortszentrums. Ein großer Wunsch dafür, genügend Parkplätze. Nun gibt es den Spatenstich für dieses richtungsweisende Projekt, den Kirchpark. Neben der Kirche, am Standort des ehemaligen Pfarrkindergartens, ist man im historischen Zentrum von Kirchberg. Und so ist es kein Wunder, dass bei den Arbeiten etwa 200 Jahrhunderte alte Gräber entdeckt wurden. Diese werden nun untersucht und umgebettet. Etwa 300 Bewohner des Ortes hatten sich zum offiziellen Spatenstich eingefunden, um das Projekt Kirchpark zu starten. Ja, Kirchpark aus dem Sinn, weil wir bei der Strukturreform 5 Gemeinden zusammengeführt wurden, rund 4.500 Einwohner zählen und Kirchberg als Ortszentrum jetzt sehen und die Nahversorgung und die gesellschaftliche Entwicklung des Ortes aufrechterhalten wollen, indem wir mehr Parkplätze brauchen und auch noch dazu mehr Infrastruktureinrichtungen. 2,5 Millionen Euro werden in den Kirchpark investiert. Etwa 50 Parkplätze entstehen dort. Das Land Steiermark hat eine 40-prozentige Förderung zugesagt. Vergangenheit und Gegenwart begegnen sich, wenn die Marktmusik direkt am historischen Ort aufspielt. Dass dieser Bau für die Gemeinde notwendig ist, betont neben dem Landtagsabgeordneten Franz Fartek ganz besonders Bürgermeister Florian Gölles. Besonders wichtig ist auch die perfekte Zusammenarbeit mit der Pfarre. Für den Ortskern erwarten wir uns mehr Frequenz. Auf der einen Seite, dass die Wirtschaft auch finanziell überleben kann. Auf der anderen Seite auch unter Umständen neue Dienstleister und Gewerbetreibende, die sich dadurch in den Ortskern ansiedeln könnten. Für uns ist es wichtig, dass es Entwicklung im Ort auch gibt. Wir können auf der einen Seite und könnten jammern, dass alles zurückgeht, dass alles weniger wird, und das wollen wir nicht, sondern wir wollen uns da der Zukunft nicht versperren, und deswegen war es uns wichtig, hier auch Signale zu setzen und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu suchen. Und hier auf diesem Platz, der ja in den letzten Jahren bereits eigentlich dahin getarbt ist, es haben zwar vereinzelt Kinder gespielt, aber der Kindergarten ist nicht mehr in Funktion, hier auf diesem Platz haben wir uns von beiden Seiten gedacht, hier könnte für Kirchberg was Schönes entstehen. Musikalisch unterstützt von den Kirchberger Sängern wird dann zur Schaufel gegriffen. Der Gemeinderat, Vertreter des Landes, der Baufirma und der Planer treffen sich beim symbolträchtigen Spatenstich. Ja, für mich ganz ein besonderer Tag heute, weil von Beginn an gemeinsam verhandelt wurde im Gemeinderat und alle Fraktionen immer alle Beschlüsse mitgetragen haben. Und da merkt man auch, dass gemeinsame Vorgangsweise fruchtbringend ist. Ja, natürlich für die Paare genauso eine Bereicherung, weil ja dieser Platz hier wieder sehr sinnvoll genutzt wird, ne? Nachdem der Kindergarten ja aufgelassen ist worden, ne? War eben die Überlegung, was macht man mit dem Platz hier, und da hat sich dieses Objekt sehr günstig angeboten, natürlich für die Gemeinde und für die Paare. Ein weiterer Schritt in die Zukunft von Kirchberg an der Raab ist getan. Die Vergangenheit kann die Entwicklung nicht aufhalten. Jetzt muss nur noch die Umsetzung folgen.